Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Zurück bei uns, den Dysons. Hallo. Hallo. Wir sind sieben Schweizer Nazis zusammen mit Drachen, Dämonen und der deutschen Sprache kämpfen. Jawohl. Folge 66. Wir sitzen am Tisch mit Pascal, Mira, Kevin, Julian, Jasmin und Martina. Ich habe hier vor mir eine Map. Eine Map aufgestellt. Die haben wir gebastelt. Ich, Schumi und Lukas haben uns da ausgetobt. Geil. Ja. Ich weiß nicht, wieso ich hier Klaus Kinski immer noch verspüre. Wir haben das vorher ein bisschen geübt, wie das geht. Ist das Schilf? Das ist Schilf, richtig. Aha. Ja, sorry, hier Fun Fact, das war mal ein Besen. Das war mal ein Besen, ja. Wir haben den Besen zersäbelt und dann diese Stücke reingehauen. Okay. Das ist das Moor der Ubaina. Klingt nett. Richtig. Schön. Ja, cool. Ja, coole kleine Map, die wir hier gebastelt haben. Die Map hat ziemlich was in sich, aber das werdet ihr bald erfahren. Oh. Oh, nein. Yeah. Ich glaube, ihr macht das Licht ausschalten, ist ja dunkel. Nein, es ist dunkel. Ich übergebe das Wort an dieser Stelle, aber wie schon bisher immer gerne wieder an den Kevin. Yo, wo auch das Licht immer brennt, nicht immer, aber wenn ihr auch solche Spiele braucht in eurem Leben, dann gibt es da zwei Adressen, die ich euch empfehlen kann. Erstens Swiss RPG. Wo Rollenspiel Spaß macht. Bling. Und passend dazu ist das Dubistra Café in Zürich. Dubistra. Genau du. Wenn du gerne in Zürich unterwegs bist, Rollenspiele und Brettspiele natürlich auch magst, dann geh doch da mal vorbei auf einen Café, einen Tratsch mit den Fellow Nerds. An dieser Stelle gehen wir über in das Fun Fact Segment. Oh. Dieses Mal haben wir bereits zum zweiten Mal einen Fun Fact von Pascal oder Sven. Genau, also ja, Fun Fact, weniger Fun Fact, eher Sad Fact. Oh nein. Oh, no. Weil, sorry Sven, sein Leben war nicht so funny. Er leidet ja auch an Klaustrophobie. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht ein bisschen bemerkt habt, als wir durch diesen Tunnel krochen vom Eichberg in Vilnes, hat er ja recht Mühe damit. Er hat Klaustrophobie und das liegt daran, dass er in seiner Kindheit immer wieder in irgendwelche Spinte oder Schränke eingesperrt wurde von seinen Mitschülern. Oh, von Thea. Sad. But Character Development. Ja. Und auch von seinen Eltern in den Keller. Und auch von den Eltern, genau. Ah, was, das deswegen hat ihn Frankie dann befreit im Kloster aus dem Spiel. Genau. Das war die Rückkehr von Frankie. The Return of the Frankie. Ja, er hatte immer Träume, deswegen darum Augenringe, aber irgendwann hat Frankie ihn befreit. Schön, hä? Guter Frankie. So schön. Wir sind überzeugt davon, dass Frankie ein ganz guter ist. Ja, lieber. Lieber, Junge. Er hat mich immer im Blick. Gut, an der Stelle wollen wir nicht weiter rumlabern und viel lieber wieder eintauchen in eine Welt von Drachen und Verliesen. Yeah! Wir sind im Sumpf. Ihr habt gerade die Ubaina konfrontiert. Ihr habt sie gesehen vom Sumpf aus auf dem Hausdach. Sie ist dann hineingegangen, hat irgendetwas gezaubert und dann seht ihr, wie hier aus dem Kamin ein Mond emporsteigt. Fun Fact über den Mond. Ich und Schumi haben uns gestritten, welche Farbe dieser haben muss. Er meinte Silber, ich meinte Blau, aber ich habe gesagt Blau. Jetzt ist er Blau. Yeah, Powers. Yes. Ja. Er sagte Silber, aber niemand hat es gehört. Genau, wir haben die Initiativen bereits ausgewürfelt, wir haben ebenfalls die Figuren bereits gesetzt. Glut ist ein bisschen weiter vorne, weil es ihr gelang, mit Lady Cassia über die erste Schwelle zu springen. Wir haben das bereits
getan und vergessen zu filmen. Ja. Die Initiativen wie folgt. Zuerst Sven. Ja. Wow. Dann nach Sven ist Glut. Wow. Nein, Lia. Ja, sorry, ja, sorry. Ich verwechsel die zwei immer, weil die sehen sich so ähnlich. Ja. Sorry, Lia. Glut. Kein dann Problem, ich nehme das als Kompliment. Linus. Werwolf Linus, Werwolf Patzer und Werwolf Charlie. Werwolf Linus und Werwolf Patzer. Ich habe euch euer Sheet bereits gegeben. Ihr habt den Shit erhalten. ihr habt keine Kontrolle über euren Werwolfkörper und ihr wollt die anderen töten. Charlie, ja, du bist ebenfalls ein Werwolf, aber du hast die Kontrolle aufgrund der Erfahrungen, die du gesammelt hast. Linus und Patzer, wichtig für euch zu wissen. Ihr seht jeden als Feind an, außer die Werwölfe. Mhm. Ihr seht, die Werwölfe sind, solange ihr von einem keinen Werwolf angegriffen werdet, seht ihr sie nicht als Feinde, sondern mehr als, die sind halt auch hier. Bros. Aber ihr seid jetzt in eurem animalistischen Instinkt und ihr seht... Ich sehe alle als Feind. An und für sich siehst du Futter. Du siehst hier Futter, Futter, Futter. Und dann siehst du hier, ja, Mitbewerber beim Futter, aber zu gefährlich, um jetzt wirklich... Du willst lieber einfach nur Futter. Es hat drei in den Ballieren, oder? Kein Problem. Was ihr noch nicht wisst, ist, dass Charlie euch wahrscheinlich in den Weg stehen wird. Aber das sehen wir gleich hier in der Folge. Wahrscheinlich. Charlie, no. Wir haben bereits gesagt, Sven, du bist hier rübergegangen, hast Mage Armor gecastet und den yes. Baum inspiziert. Lia, du warst gerade dran. Ja, ich habe Bauer geschossen. Glaub ich. Schön. Was willst du tun, Lia? Was Charlie neben dir transformiert tun? Sich. Jura, das ist sehr unheimlich. Ich glaube, ich würde versuchen, Glut nachzuspringen. Ja, durch das, wie weit ist durch das? Durch das Mo? Ich meine, das ja, sind 15, das sind etwa 15, 20 Fuß. Soll ich es schaffen können? Theoretisch. Mit sehr viel Anlauf, ja, wir aber sind ja schon am Rennen. Ich meine, es okay, ist der DC ist hoch. Egal, ich gehe und der Baum sieht super morsch aus. Okay. Ich trete dagegen. Okay, mach einen Angriff gegen den Baum. Ich stehe neben dir. Du also schaffst das. Also Strike. Du stehst auf den Wurzeln. Ich meine, du machst es mit dem Schuh? Mit dem, ja, ich trete mit dem Fuß, so richtig, ja, dann, mit Wucht. Dann, mit dem Fuß. 21. Hast du zu treffen, das trifft. Ja? Dann würfel auf Schaden. Ich will nicht kaputt machen, ich will nur werfen. Ja, du musst ein bisschen davon kaputt machen, um ihn zu werfen. Wie würfel ich auf Schaden? Ich habe keinen Würfel. Ah, ja, das ist auf 3 Schaden. Drei Schaden? Ja. Okay, das nein. Holz splittert ein bisschen. Schaden, ein Schaden. Ein Schaden, das Holz splittert ein bisschen, aber sonst steht immer noch. Also das Ding ist stabil. Es braucht ein bisschen mehr als einen Fußtritt, sagen wir es so. Sagen wir es so. Ich glaube. Okay, ist es so. Zweite Attacke? Ja, gegen den Baum. Nochmal mit dem Fuß? Du hast jetzt gerade gesagt, es braucht ein bisschen mehr. Habe ich gesagt, deswegen kann ich mich dagegen werfen? Ist das dann mehr? Wenn ich mich so mit weißt du was? Mach einen Athletik-Check. Athletik? Ja, du wirfst dich dagegen. Natural 20. Yeah. Und 23 insgesamt. Ja, das reicht. Haben wir eine Brücke jetzt? Wir haben das jetzt bedeutet, dass der Baum nicht auf mich fällt. Lia, der Brückenbauerin. Ich mache einen Dexterity Saving Throw. Oh, nein! Wieso habe ich etwas gesagt? Lia! Sorry! Oh, nein, ich bin mir eine Brücke gebaut. Oh, Lia ist von der Karte gefallen. Eine 4. Lia ist ohnmächtig. Das ist okay, sie ist eine Weltenwanderin. Wie viel Schaden wie ist das? Sie ist ein wandert manchmal über den Rand der Karte. Richtig. Weil ich glaube natürlich nicht daran, dass es flach ist und danach aufhört. Hier haben wir es. Kann man weiterlaufen. Ich meine, es ist ein man Baum. Fällt nicht runter. Nicht wenig. Ach. Schon ein bisschen Schaden. Wie du glaubst. Das sind 12 Schaden. Oh Mann, Lia! Ja. Hey, ich kann nichts dafür, dass es keine Brücke gibt. Aua! Geh halt auf den Weg. Du mir so leid, Glut. Okay, das war Lias Zug. Konzentration ist noch. Konzentration auf was? Auf den Zauberspruch, der jetzt nichts mehr nützt. Richtig, ja, du hast Heroism. Genau. Oh, Heldenmut hast du gecastet. Die vier, ihr habt noch. Die haben wir noch. Es ist gut. Ja, ich hab's geschafft. In dem Fall, Glut, du bist dran. Ich probiere nochmal das gleiche mit Lady Cassia. Nächster, rüber zu springen. Jawohl. Aber Lady Cassia nimmt ebenfalls Schaden. Nein. Ebenfalls 12. Schauen wir mal, ob das schon ausreicht. Mein großer Leib sie nicht geschützt. Sie hat noch einen Lebenspunkt. Oh mein Gott. Best Lady Cassia. Meh.
Lady Cassia 1. Gut. Sie ist die Nummer 1. Mach nochmal einen Athletik-Check mit Lady Cassia. Plus 3. Mann. Acht. Ihr bleibt hier im Moor stecken. Hab ich noch Bewegung oder nicht? Du schon, Lady Cassia nicht. Sie beginnt zu versinken. Sie macht dann meh. Dann benutze ich meine Aktion, um sie wieder in eine Figur zu verwandeln. Dann fällst du ins Moor. Kann ich auf die über Lady Cassia steigen, auf die andere Seite und mich bücken? Kennst du das, wenn Mario auf Yoshi sitzt, ja, und dann springt und Yoshi fällt in den Abgrund? Kann ich das machen und mich dann bücken, meine Aktion brauchen, ihr Horn zu greifen und sie wieder in eine Figur zu machen? Extrem schwierig, du kannst es versuchen, aber wenn du es nicht schaffst, ist sie im Moor verloren. Ja. Okay. Also, wie hoch ist denn der? Wie tief ist sie denn jetzt? Sie beginnt zu versinken. Hoch. Du springst hoch und versuchst während dem Springen... Nein, ich spring hoch. Ja? Das ist mein Movement. Ich knie mich hin, bücke mich runter und greife sie am Horn. Okay. Und benutze meine Aktion, sie wieder in eine Figur zu verwandeln. Also ist das schwierig. Ist ja ein Bodenlevel fast. Ich will nicht, dass es zu einfach ist, weil du hast den Sprung nicht geschafft und es macht nicht Sinn, dass es so einfach wäre. Meiner Meinung nach. Du willst runtergreifen und mit dem Verwandeln ist das ja auch so eine Sache, wo verwandelt sie sich am Horn. Normalerweise verwandelt sie sich zurück und dann nimmst du sie. Deswegen mach mir einen Athletik- oder Akrobatik-Check, um runterzureichen und an der richtigen Stelle sie zu packen. Ich benutze den Talisman von Thanatasia. Das ist eine 10. Eine 10. Ich sage, eine 10, du schaffst es gerade so. Aber dein Zug ist somit beendet. Lady Cassia ist schlampenverschmiert wieder in deiner Hand. Gut, dann haben wir noch Glut Linus. Du bist wütend. Und du siehst dort was zu fressen. Ich schau zu Charlie. Mhm. Und dann schaue ich offensichtlich an dir vorbei und schaue Lia an. Und werde mich von dem Baum abspringen und sie anfallen. Okay. Das kann er einfach so? Ja, Charlie, möchtest du einen Opportunity Attack machen? Nein. Okay. Noch nicht. Dann, greif Lia an. Ja, ich glaube, ich mache einen Multi-Attack. Glaubst du? Mache ich da einfach? Was mache ich da dazu? Für was? Für einen normalen Angriff. Stimmt. Also ich mache halt die Actions. Ja, schon. Bite oder Claws. Dann steht da plus 7. Und Schaden 1d6 plus 4. Wo denn plus 7? Ah, da unten. Ja. Ja, also mit den Claws, dann ist das nur eine 11. Das trifft nicht. Yeah. Und Multi-Attacks sind was? Zwei Angriffe, oder? Ja. Ein mit deinem Biss noch. Und das ist eine 19. Das trifft, glaube ich. Ja, das trifft. Mach mir einen Konstitutionsrettungswurf, um nicht verwandelt zu werden. Und Linus kann schaden. Sag mir nicht instant. Richtig. Okay. Linus würfelt den Schaden. Was war's? Natural One? Uff. 1d6 plus 4. Wir wissen ja schon, was das bedeutet. Noch jemand? Nee, another warte. One. Ein D10. Sven, ich glaube, wir müssen seine neue Gruppe suchen. Sind wir hier ein bisschen zu gefährlich. Oh, das ist gut. Oder drei Schaden. Wir werden eine Happy. Du nimmst drei Schaden hier. Gut, dann haben wir nach Linus. Oder möchtest du noch was machen? Ja, als Bonus-Action. Wie fies bin ich? Fies. Sehr fies. Als Bonus-Action brauche ich Krallenhagel. Okay. Also nachdem ich dich in die Schulter beiße, mache ich noch so einen Doppelkrallenangriff. Das ist ein Keypunkt. Also das ist ein Keypunkt. Ein Mond-Keypunkt. Das ist eine natürliche 1. Oh, Würfel an der 100. Uff. Ja, ich hab 79. Normaler Miss. Okay. Zweiter Angriff. Zweiter Angriff. Das ist dann eine. Was mache ich da jetzt? Ist hier plus 7? 12.
Trifft nicht. Trifft nicht. Trifft nicht. Okay. Der erste Angriff kannst du gerade noch so ausweichen. Der Biss kommt dann in deine Schulter, trifft dich voll. Die zwei Kragen kommen und du wehrst sie mit deinen Händen beides mal ab. Sorry. Gut. Das war Linus' Zug. Patzer, du bist dran. Oh, das du lecker aus. Bist ebenfalls verwerwolft. Ich hätte gesagt, du gehst auf Sven. Kann ich kurz fragen, wie sehr bin ich? Also ich kenne ja Charlie und ich sehe ja, ich mag Charlie. Verstehe ich, dass er auch ein Werwolf ist und wenn ja, höre ich auf ihn? Nein. Gar nicht. Nein. Ich dachte schon. Also ich sehe mich als Teil vom Rudel. Nein. Ist doch gut. Du bist völlig, das ist das erste Mal, dass du ein Werwolf bist, du denkst nur, was frisst. Ich glaube, ich würde ihm nicht folgen oder so. Nein. Gut, ja, dann gehe ich auf Sven los. Komm mit mir, Bro. Was hast du in der Hand? 25. Ich glaube, hier würde ich meine Attack of Opportunity benutzen. Okay. Jetzt geht's hier. Hast du. Das ist Quatsch, ne? Hast du irgendwie eine. Wo ist dein Silberdolch? An meinem Bein. Ich hab. Ja, so Bein. Holster. Merkt sie das? Ich glaube nicht, sie ist zu beschäftigt. Okay. Ich bin gerade am Sterben. Ja. Als Potsdam mir vorbeirennt, dann. Packe ich sie so, als ich versuche sie eigentlich zu grappeln. Aber sie war auch nicht in deiner Range, als sie losging. Ja, aber als sie, aber sie ging an mir in meine Range und dann und aus meiner Range raus, oder? Ja, wir haben doch vorher gesagt, dass nur... Nein, Linus ist nie aus der Range rausgegangen von Charlie. Ah, er war auch schon in der Range. Ja. Tut mir leid, ja, stimmt. Richtig. Nur wenn man die Range verlässt. Ja, dann stimmt es. Und dann versuche ich sie zu grappeln. Okay. Also ich komme bis hier und dort kann er mich dann... Du hast rausgefallen. Eine 15. Das ist gegen Athletics oder Acrobatics von dir? 17. Scheiße. Sie duckt sich unten durch. Aber kann sie auf ihn losgehen, wenn er sie schon angreift? Also ich versuche dich zu fassen und dann mache ich noch so ein Gegraule, das symbolisieren soll, die gehören mir. Also, aber ich sage es nicht in Kommen, sondern halt in Wolfssprache. Ja. Also in Werwolf. Ich attackiere dich zweimal mit der Klaue. Ah, du. Absolut. Das ist einmal eine 25 und einmal eine 12. Das misst. Das trifft nicht. Wie viel für den Schaden? 7. Okay, der ist nicht magisch, oder? Nein, das wäre aber klar. Kannst es halbieren. Platz da sonst noch was? Ja, ich glaube meine... Habe ich eine... ist meine Mage Armor noch oben oder nicht? Nein, die ist weg. So, dann habe ich nämlich 12. Oh ja, gut. Ich hätte gesagt, die ist weg. Zaubern ist schon ein bisschen 14. Sehr... gut, dann haben wir Charlie, du bist dran. Okay, nochmals, ich möchte jetzt auch versuchen, Linus zu packen mit meiner ersten Attacke. Mhm. Ein Grapple am Schwanz ziehen. Mhm. Ah, nein, nur eine 10. Also du kannst Athletics oder Acrobatics gegen mich rollen, gegen eine 10. Wo habe ich das gesehen? Das ist eine 17. Ah, schade. Okay. Und einfach, ich fauche euch nochmal an. So, um ein bisschen den Alpha hier rauszulassen. aber es klappt anscheinend nicht so gut. Du musst den Jungspunden zuerst mal eine Lektion erteilen. Ja, ich versuche es. Und dann mit meiner zweiten Attacke swipe ich einfach so, ich glaube, patzermäßig einfach übers Gesicht. Okay. Mit dem Klaus, das ist eine 17. Linus Wolf dreht sich schnell nach dir um. Ein Konstitutionsrettungswurf. Also muss es jetzt... Das Nein, nicht gegen Lykantropie. Ich bin doppelter Werwolf. Super Werwolf. Das ist eine 17. Okay. Du nimmst einfach 13 Slashing Damage und sonst nichts. Das ist auch halbiert. Ja, genau. So. Und dann kann ich versuchen, mein ganzes Movement zu benutzen, nur um irgendwie zwischen Lia und Linus zu kommen. Mach einen Athletik-Check gegen Linus Athletik. Oh, natürlich 1. 26. Nein, 16, Entschuldigung. Ja, ich habe. Du schiebst Linus 8. hier ein bisschen zur Seite. Und stellst dich schützend vor dir. Und dann möchte ich nur noch schnell Lia zu sagen, also so leise sagen, so.
Mach, dass der Mond weggeht. Willst du was antworten? Ich bin mir nicht so sicher, ob ich was antworten kann. Hm? Du hast immer, als Reaktion kannst du immer eine Antwort geben, wenn du möchtest. Ja. Ich mag es, wenn ein bisschen die Charaktere sich miteinander austauschen. Wenn du möchtest, darfst du was sagen, da habe ich nichts dagegen. Das finde ich cool. Weil dann haben wir auch ein bisschen Gespräch zwischen diesen, ich greife ihn an und würfel das und jenes. Ja, ich schaue wegen dem Mond, kannst du deine pelzigen Freunde in den Griff bekommen? Ich antworte gar nicht mehr, ich bin jetzt voll fokussiert auf die beiden und stelle mich so vor sie hin. Okay. Sven, du bist dran. Yes, ich greife den Baum an. Der Baum ist umgefallen. Ja, der in der Mitte. Der in der Mitte, den nächsten? Genau. Von hier aus oder gehst du zuerst drüber? Ja, stehe ich direkt daneben. Dann will ich aber, also will ich, ja okay, ich gehe. Du rennst über den Baum? Ja. Akrobat. Baum hält. Yes. Gehst hierhin und während dem Laufen säbelst du den. Genau, also ich würde das also mit zwei Fäden so versuchen. Ja, du kannst jetzt zwei machen. Bitte nicht auf mich nochmal. Zwölf Schaden. Mach zwei Angriffe. Oh nein. Nein. So, wenn er so steht. Dann ja, kann ich jetzt ein bisschen so stehen, dass er eher so an ihr vorbeikommt. Ja, natürlich. Ja, du machst ein X. Danke. Yeah. Nicht auf den Kopf. Okay, einmal 18 und einmal 14. Ja, das reicht. Beide? 14 reicht nicht, 18 reicht. Einmal Schaden. Yes, das sind 14 Schaden. 14 Schaden, das reicht. Für einen Baum, einen morschen Baum. Ich triff den Baum nicht. Verdammt. Und auch dieser Baum hier. Oh. Ups, fällt krachend um. Du hast kleine... Oh, schön. Cool. Und ich leg mich hin. So, genug getan. Hinlegen. Kann ich mich auch noch gleich über den zweiten bewegen? Ich habe 30 Movement. Du kommst bis hier hin. Oh, shoot. Ich rufe noch Lia. Lia, schnell, komm her! Gut, dann haben wir nach Sven. Lia, du bist dran. Gut. Was willst du tun? Ich laufe zu Sven und Glut. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Oh nein! Und Sven ist wieder gestorben. Das war dein. Also, ich möchte so dashen. Aus dem Weg. Ja, doch, ich will dashen. Kann ich an Sven vorbei? Das ist eben das Schwierige. Ich finde, du kannst versuchen, über ihn rüber zu springen. Wie schwer ist Sven? Kann ich ihn versuchen mitzutragen? Ihr seid zu zweit auf dem. Kannst du nicht einfach. Das hält noch! Der Baum hält noch. Nein, aber ich kann ihn doch so packen und dann mit einer quasi uns einfach an den Rand werfen. Wir fallen beide ich kann ihn doch so. Ja. 15, 15. Du kannst nur noch halbes Movement, aber du nimmst ihn mit. So. Was hat er denn weggeworfen? Dann haben wir nach Lia ist Glut dran. Rennen! Genau, da ist eine Frage. Die Hexe, ist die ja wieder zurück ins Haus gegangen? Ja, oder ist die, okay. Bist zurück im Haus. Ah. Die macht sich aber Tee, ne? Gehst du ins Haus, Glut? Bevor ich hineingehe, wirklich Heiligtum auf Lia. Du bist geschützt vor Angriffen. Bis der Zauber endet, müssen alle Kreaturen, die dich angreifen wollen, zuerst ein Wisdom Save machen. Weisheitsrettungswurf. Bei einem Misserfolg ist der Angriff weg oder es muss ein neues Ziel gewählt werden. Sobald du jemandem von denen Schaden zufügst, geht der Zauber weg. Das ist meine Bonusaktion. Okay. Und dann renn ich in das Haus hinein. Du rennst in das Haus hinein. Dankeschön. Ich muss hier kurz eine zweite. Ich hab's gedacht. What? Im Haus. Ja, ich zaubere die herbei. 1, 2, 3. Glut. Du, laufst hier in dieses. Das Innere ist ein bisschen größer als das Äußere. Das ist diese Hexenmagie. Bücherregale hier, eine Kiste hier, einen kleinen Tisch. Der Kessel, aus dem der Rauch rauskommt, hier mehrere Skelette, die einfach aufgetürmt auf diesem Fass und auch im Fass, wie es scheint, sind. Und hier oben ganz viele Knickknacks, die runterhängen. Du siehst vor allem ein großer Felsen, der hier so reinhängt. What? Ein
Felsen? Ein Felsen. Es sieht aus, als würde dort einfach ein Felsen hängen mit einer grauen, in dieser grauen Masse. Mehrere Dinge liegen in die Kanten von diesem Felsen drin. Es hat ein paar, Tierknochen, mhm, und ein paar Blumen, die dort wachsen, ein paar Pilze auf in diesem Felsen, der hier hängt. Über dem Topf. Die Hexe sehe ich jetzt gerade nicht. Nein. Es hat auch mehrere Spinnweben, sowie auch Hängematten und seltsame Dinge, die eingepackt von der Decke hängen. Es ist dort ein paar Käfige, ein Käfig mit einem toten Vogel darin, wie es scheint. Ganz viele Knickknacks. Wie groß ist dieser Topf? Der Topf? Etwa doppelt so groß wie du. Hui. Da habe ich das Gefühl, es ist unmöglich für mich, ihn umzustoßen. Für dich, Glut, ist nichts unmöglich. Ja, aber ich bin so, ich weiß, ich kann kein Auto umstoßen. Ja. Habe ich das Gefühl, es ist so wie ein Auto. Es ist eine Herausforderung, der DC ist hoch, aber du könntest es schaffen. Was ist ein Auto? Das weiß ich mir auch. Vielleicht so wie eine Waschmaschine. Was ist deine Waschmaschine? Ich... Kessel mit Wasser. Kann ich... Ich würde es sehr gerne schaffen, diesen Kessel umzustoßen. Okay, mach einen Athletik-Check. Ich weiß, es ist schwieriger, etwas so umzustoßen, als mich einfach an den Rand zu hängen und es zu ziehen. Auf dich zu ziehen? Kann ich meine Gesundheit opfern, dass ich vielleicht verbrannt werde, von dem, das vielleicht kochend da drin ist. Okay, ja. Und dafür der ist es für mich einfacher, ihn... Ich sag, der DC ist um 5 verringert. Mach einen Athletik-Check. Neunzehn, ja. Du kippst diesen... Ich versuche natürlich schon, mich noch... Ist es so schräg zu werfen, aber... Du hängst dich hier ran und der Topf gießt über dich. Ich weiß ja nicht mal, ob es kocht oder nicht. Die Wolke hier. Magical. Bleib noch einen Moment, bevor sie verschwindet. Ich lasse sie noch kurz. Ich muss kurz für dich... Das ist eine Gefahr für dich. Ja? Das ist das Charakterlevel. Ah, es ist gefährlich. Ich würfe kurz den Schaden. Ah. 700 Schaden. 700 D10. Es öffnet sich eine Klappe und sie regen alle auf den Tisch. 20 Schaden. Ui. Als sich die Masse verbrüht. Das ist easy. Die Wolke hier beginnt ein bisschen weniger zu werden. Nein, ich mache das nicht. Wir lassen sie immer so. Ich nehme sie dann nachher weg. Im Moment scheint sie noch... Wir schauen, wie das aussieht in einem Zug. Linus, du bist dran. Oh. Ich? Mhm. Ich? Was ist der größere Instinkt? Charlie eine zu klatschen, weil er mich angegriffen hat? Oder den anderen nachzugehen? Ich hätte gesagt, dieser Werwolf fordert dich jetzt viel zu fest heraus. Okay. Dem willst du mal die Leviten lesen. Ja, er gibt schon Sinn. Hör mir zu. Dann werde ich mich. Ich habe mich vorhin schnell zu Charlie umgedreht und ihn angeknurrt. Und es tropft der Sabber aus dem Mund mit ein bisschen Blut von Lia gemischt. Come at me, bro. Und ich heule dir ins Gesicht. Und gebe dir eine Multi-Attack direkt in die Phrasen. Gib mir! Multi-Attack. Erster Bite. Das ist eine 17. Trifft. Das ist dann dieser hier. Wo ist dieser? Dieser. Das sind 10 Schaden. Okay, halbiert. Und dann noch die Claws. Mhm. Das ist eine 19. Trifft. Das ist ein D6. Was ist ein D6? Hier ist ein D6. Das sind 6 Schaden. Mhm. Auch halbiert. Okay. Und dann setze ich nochmal einen Mond-Keypoint ein für. Was ist das Äquivalent zu Patient Defense? Glory of Blows? Nee, Patient Defense. Ah. Ich habe doch hier auch schon so ein Mondverteidigung. Da war ich sehr kreativ. Ja. Gut. Du, okay. Dein Gegner hat Nachteil auf Angriffe.
gegen dich, weil du in die Verteidigung gehst. Ist das Dodge? Nee, das ist eine Dodge. Ja. Ja, ja doch, doch. Ja. Als Bonusaktion nimmst du die Dodge Action. Richtig. Okay. Gut, das war Linus Zug. Patzer. Und ich knurre dich an. Selber. Spiegel. Patzer dreht ihren Kopf so ein bisschen, damit sie dir mit den Hörnern eins reinzahlt. Oh, stylisch. Nice. Das ist da auch Close Attack. Ja, Close Attack, wieso nicht? Ja, die Hörner sind jetzt auch gefährlicher. 20. Stich in das Auge. Keine natürliche. Ja, ist gut. Und sie kriegt Sneak Attack, weil sie einen Freund hat. Sneak Attack. Oh, Sky daneben. Werwolf mit Sneak Attack. Sneak Attack. Sneak Attack. Ja, ist so eine schnelle Jerk. Das sind 10, 14 Slashing Damage. Okay. Nice. Du kriegst. Und dann rammt sie dir noch die Krallen unten rein. Autsch. Wenn sie dich irgendwie in einem sehr seltsamen Ton anknurrt. Klingt ein bisschen im Vermarsch. Okay. 26. Das trifft. Und darauf habe ich aber keine Sneak Attack mehr. Das ist 8 Schaden, die sie da reinhaut. Gut, okay. Das war Patzers Zug. Charlie, du bist dran. Okay. Sie faucht dir direkt ins Gesicht. Okay, ich versuche mich immer noch so groß zu machen wie möglich. Hm? Und dann mache ich. Ja, ich mache einfach Claws auf dich und Bite auf dich. Cool. Das ist Claws, das ist Bite. 20 und 15. Trifft. 15 ist meine Armor Class. Dann trifft es nicht. Doch, dann trifft es. Sorry. Ja. Yes, yes, yes. Du kannst mir noch einen DC-8. Was ist das? Charisma. Warte, lass mich kurz schauen. Ah, warte, ich hab doch hier Dodge. Ja, hab mal etwas. Ja. Ja, richtig, ich hab Dodge auch nicht dran gedacht. Disadvantage auf dich. Ja, richtig. Okay, dann roll ich nochmal. Das ist höher. Also. Dex. Dann trifft das trotzdem. Dex safe, okay. Gegen was? 19. Ja, das okay. Ist. Aber sie schreit ziemlich unbetäubt. Ja, okay. Psychic Damage. Dann für dich 12. Nein, was hab ich bei dir gesagt? Bite oder Klaus? Klaus. Dann 12 Schaden und ein Constitution Saving Throw und für dich 9 Piercing Damage und auch ein Constitution. Ja, also ignoriert. 9 auf dem Saving Throw. Ja. Okay, dann nimmst du einfach bei deinem nächsten Zug noch ein D6 blutend Schaden. Ihr habt beide noch extra 4. Ich hab das schon. Der Kochtopf. Ja. Okay, das war dein Zug? Ja. Dann haben wir jetzt Gundolin. Oh, shoot. Gundolin erscheint. Ja, ich hab gedacht, da fällt sie. Sie fällt hier, der Felsen, der hier war, fällt hier von der Decke. Oh, sie ist der Felsen. Wie eine Spinne klettert sie nach unten. Wenn du unter dem Topf nach vorne kriegst, blickst jetzt zu ihr auf und sie sagt, kleine Dinge haben in dieser Welt eine Tendenz, zerquetscht zu werden von größeren Dingen. Und ihr hört ein Beben, als die ganze Hütte beginnt hin und her zu schaukeln und in die Höhe schießt. Oh mein Gott! Yes! Oh mein Gott! Aber yes, Jäger, yes, yes. This isn't even my final stage! Oh. Der Mond verschwindet. Oh, gut, so gut. Ich kann das Ganze wegnehmen. Chicken Leg. Oh, holy moly! Und das Teil schießt hier in die Höhe. Sich mit osteuropäischen Legenden auskennt. Yeah. Kennt das ist die Baba Yaga. So cool, oh mein Gott, aber nur Blut ist drin im Moment. Also, was hat dir das gemacht? Holy shit. Die Beine aus Fimo. Oh. Die hat Schumi gemacht. Danke, Schumi, für die Beine. Sick. Die sind so cool. Sehr cool. Geile Beine. Ein bisschen der Wolke hat ja Fuß gefasst. Die Wett läuft dann zu dir rüber, zieht dich nach vorne und sagt: Gib doch deiner Großmutter eine Umarmung. Zieht dich nach vorne in eine innige Umarmung und beginnt dich zu zerdrücken. Shit. Das werfen wir kurz aus. Gundolin Cadera. Ein Crushing Hug. Oh. Crushing also, ich meine, nein, aber. Das ist eine 12.
Was muss ich dagegen? Du liegst auf dem Boden, das heißt, das ist ein Vorteil, wenn ich mich nicht irre. Ja, das ist eine 26. Ja, das tut. Gut, ich muss hier ein paar D6en werfen. Meinst du es heute nein. nicht gut mit mir, ha? Hey, the game, not the player. Das sind. Das sind einige Sechsen. Einige Sechsen. Du hast doch der Top bist umgefallen. Vielleicht könnt ihr dann was machen. 39 Schaden. Oh, ja, ich bin. Oh, weg. Holy moly. Goodbye. Du spürst, wie die Knochen beginnen zu brechen, als sie dich umarmt. Und sie sagt nicht viel. Das Einzige, was sie sagt, ist ein Schsch, während sie dich zerdrückt. Das ist ihr Zug. Und wir machen weiter bei Sven. Du hörst nur Gluts Schrei von hier oben. Ja, von hier oben. Aber wir kommen nicht rein, hä? Das ist zu weit oben. Bis jetzt schon, ja. Ja, fucking hell, dann greife ich die Beine halt an. Okay. Mach ein Stück kürzer, hä? Zweimal Eldritch String. Okay, mach einen Angriff gegen die Beine. Okay, das ist ein 21 und eine 16. Beides trifft. Ich schaue noch kurz wegen der 16. Wirf mal den ersten Schaden. Das sind 13 Schaden. 13 Schaden, sehr gut. Notieren wir das mal. Und der zweite Angriff war wie viel? Ja, 16. Ich werde hier ein bisschen Verbindungsschwierigkeiten. 16 trifft genau. Yes. Das sind nochmal 6 Schaden. Also 19 insgesamt. Ja. 19. Zweimal greifst du das Bein an, schneidest hinein. Es passiert nicht viel. Was? 19 Schaden, ich habe es mir aufgeschrieben. Sonst noch etwas? Ja, fuck, nein. Lia, wir müssen irgendwas machen. Glut ist ganz alleine da mit der Hexe. Haben wir Glut irgendwie schreien gehört oder so? Ja, Glut schreien gehört, schon. Definitiv, ja. Würfelt Werwölfe. Würfelt mir einen D4. So viele Runden seid ihr noch verwandelt. Okay. Tief. 2. 4. Nein. Oh, shit. Und du, Linus? Sorry, nochmal. Würfel einen D4. So viele Runden bist du noch verwandelt. Oh meine. Und eins. Ja, also heißt das, bis zum Ende unseres... Bis zum Ende seines Zuges, dann beginnt er sich zurück zu verwandeln. Ich habe noch gemerkt, du kriegst halben Schaden von Hellish Rebuff. Okay, wie viel ist das? Und das ist Psychic, oder? Ja. Richtig. Das nehme ich voll und ganz. Also halben. Halben. Das ist... 19. Oh. Halb 4 auf 9, weil ich den... Safe geschafft habe, oder? Ja. Okay. Okay. Notiert, danke. Schwere Potente. Okay. Dann haben wir nach Sven. Lia, du bist dran. Wie weit ist der Eingang weg? Etwa 20 Fuß. 25. Das habe ich jetzt. Du kannst auch versuchen, an den Beinen hochzuklettern. Ja, entweder das oder ich könnte theoretisch, glaube ich, meinen Heilungsgeist nach oben platzieren. Heilungsgeist. Aber das geht nur, wenn die Tür offen ist. Die ist zu. Also ich habe sie nicht zugemacht. Ja, die geht zu, weil das Haus aufsteht. Okay. Und sie die Kontrolle über das Haus hat. Das ist so, die Tür geht hinter dir zu, sie fällt von der Decke. Sagt diesen ominösen Spruch und das Haus steht auf. Oh mein Gott. Steht aber nie, es ist ein Geist. Es steht nicht, dass ich den nicht durch Türen machen kann. Und es steht auch nicht, dass ich das Ziel sehen muss. Wirklich? Ja, wenn das ich konnte nicht dazu steht? Nicht lesen. Ich habe es extra nachgelesen. Ein Healing Spirit. Ist Healing das eine Spirit? Ranger Ability? Es steht Ranger bei der Sword. Ist es ja. ein Zauber? Es ist ein Zauber, ja. Ich muss es auf Englisch. Oh, okay, beschwörst du einen Geist. Ich habe es extra nachgelesen. Ich glaube, das ist ein Ich hoffe, das ist das Trade, Richtige. Also. Das weiß ich nicht. Das steht da nicht. Das habe ich nicht nachgelesen. Es steht eben nicht im Player's Handbook. Oder ich habe es nicht gefunden das letzte Mal. Darum habe ich den Linus extra googeln lassen. Okay, von mir aus.
Ich stelle den Heilungsgeist ins Haus. Wir markieren den hier. Yes. Und dann sollte ich eigentlich Glut versuchen können zu heilen. Beim Start ihres Zuges. Kann ich würfeln, oder? Der entsteht hier so beim Eingang. Es ist übrigens ein bläulich schimmernder Schmetterling. Oh. Okay. Der bläulich schimmernde Schmetterling erscheint. Erscheint innerhalb des Hauses. Das war dein Zug. Bonus-Action. Du hast noch eine Action. Dashen als Bonus-Aktion. Als Aktion. Als Aktion. Ich gebe, kann ich dir Guidance geben? Das ist ein Cantrip. Das sollte gehen. Nein, es ist eine Option. Ja, aber der Healing Spirit ist doch eine Bonus-Action. Ah, das stimmt. Du hast recht, ja. Ja, dann gebe ich Sven Guidance und sag ihm, ich versuche sie zu heilen, kletter hoch. Ich muss dich korrigieren. Hier steht, the intangible spirit appears in a space that is 5 feet cube you can see within range. Das steht da bei dem, das ich gelesen habe, nicht, dass es sehen muss. Ich weiß nicht, wo das ist, aber ich habe hier von D&D Bio. Ich hab's halt auf Deutsch gesucht. Ja, das ist ein Cube, you can see within range. Okay, wenn ich es nicht sehen kann, dann versuche ich hochzuklettern. Dann gebe ich mir Guidance und versuche hochzuklettern. Na, du kannst ihn auch hier draußen, oder ich weiß Na, nicht. Na, das ist mir zu heikel. Kletterst hoch? Ja, yep. Okay. Ich versuch's. Mach einen Athletik-Check. Hast du noch und Ausrüstung? Guidance. Kletterausrüstung? Ja. Nein. Okay. Dann normaler Athletik. Oh, natürliche 20. Hey. Muss ich mir die Guidance noch würfeln? Ja. Dann ist das Athletik wäre das. Hoch, diese 23, wenn es am Laufen. So on the run. Okay, du bist in der Hälfte des Weges, während du hochkletterst. Und du hast ein ziemlich gutes Gefühl beim Klettern. Klettern. Ja, komm schon. Wir machen dich jetzt hier so hin. Okay. Gut, du bist auf dem Weg. Dann haben wir Glut. Er macht alle mal kurz die Augen zu. Alles klar. Gut, dürft wieder schauen. Wir haben Linus, du bist dran. Nichts gesehen. Ich hab voll hingeschaut, ich hab's nicht mal gesehen. Kevin! Schwör doch dem DM zu. Absicht. Linus, du bist dran. Ja, ich ich würde dem lieben Charlie gerne mein Knie ins Gesicht haben. Das hört sich doch noch was an. Oh, das macht keinen Angriff. Das ist dann ein normaler. Sorry. Du kannst dich jetzt für den Biss. Ist das ein Unarmed Strike oder was ist das jetzt? Ja. Was mache ich jetzt dazu? Also, würfel einfach das gleiche plus 7. Einfach wie. Dran, ja. Ja, okay, dann 12. Okay, und trifft, auch das den gleichen Schaden wie bei den Klaren. 12. Mein Armor Class ist 13. Dann trifft es nicht. Dann werde ich als Bonusaktion Krallenhagel verwenden. Okay. Okay. Oh, eine natürliche 20. Trifft nicht. Würfel ein D100. plus wegen meinem Crusher Feet. Wo ist das mit dem? When he scores a critical hit that deals bludgeoning damage to a creature, attack rolls against that creature are made with advantage. Aber until machst du Bludgeoning? Du machst Clown, oder? Das Slashing. Ich meine, ich hau dir mein Knie ins Gesicht. Ah, stimmt, okay. Eigentlich. Ja, das ist schon Bludgeoning. Das wäre Bludgeoning, oder? Ja, das hast du gesagt. Hundertseitigen, Entschuldigung. Ja. Ich bin so langsam heute. Schon okay. 14. Oh. 14? Ja. Oh. Normaler Klitschaden. Ah. Okay, also. Da hab ich mich schon gefreut. Ja, aber das ist auch nicht schlecht. Ja, aber ich dachte, das schlimmer ich sein. Ich dachte, dass man das verbringt. Schon? Ja. Ja, wenn du ganz schlecht beim 100 bist. Das sind 10 Schaden. 10? Ja. Okay. Ja. Darf ich kurz? Sieht Charlie schon blutig aus? Und dann noch. Jetzt ja. Das ist ja Krallenhagel, das heißt nochmal. Nee, warte, Quatsch. Ja, doch. Dann ist das eine. 14. Das trifft. Und das ist dann. Oh, shit. Naja, alle Zauber auf euch sind natürlich weg. Eine 5. 5 Schaden. 5 Schaden. Okay. Gut, das war Linus Zug. Patzer, du bist dran. Sorry.
würde ich immer noch auf Charlie reinhauen, obwohl er jetzt lang und richtig mies aus. Blutlust, ja, ich habe gesagt, okay. Ja. Tut mir leid. Kann ich wie so ein so viel Spaß bisschen macht. Reden oder gar nicht? Nein. Schade. Tut mir leid. Es wäre da geballte Wut aus. Du kannst mich anfauchen. Ja. Moment. Das wird ziemlich viel angehen. Also sie, das ist ziemlich viel Gekreische. Sie klingt nicht wie wann ein. Wann verwandle ich mich zurück? Am Ende meines Zugs. Ja, am Ende des Zugs, du beginnst dich jetzt zurück zu verwandeln. Geil. Dann habe ich dir... Gehst auf die Knie runter. Ja, ich habe dich gehauen und in dem Moment... falle ich auf die Knie. Du hast die gleiche Anzahl Lebenspunkte, die du verloren hast, hast du jetzt auch. Also du hast jetzt gleich einen viele Snack? Wie vorher. Ja. Okay. Sollte stimmen. 51, genau. Will ich immer noch auf Charlie oder gehe ich auf die? Das ist eine gute Frage. Was meinst du? Willst du es auswürfen? Ich glaube, ich bin wütend auf ja, Charlie. Ja, mach einen Angriff auf Charlie. Zuerst muss der Hund weg. Zuerst muss der Hund weg. Verdammt, noch mal runter. Gilt er noch als Enemy? Ja. Ich meine, nein. Das ist Sneak Attack. Nein, ich hätte gesagt nein. Kein Sneak Attack. Das ist die erste Klaue einer 13. 12. Nein! Zweite Klaue! Das ist eine 14. Trifft. Sehr potent mit dem Reinschlagen. Aber es ist nur eine 5. Okay. Sie schreit dich irgendetwas Unverständliches an, scheint noch mehr Werwolf zu werden als Linus. Okay. Sie wandelt sich nicht zurück und haut dir einfach die Faust ins Gesicht. Okay. Und dann hält sie das. Also hast du mich gegrappelt? Oder? Nein, aber okay. Sie hält dich eigentlich. Okay. Du kannst weg. Gut. Symbolisches Halt. Ja. Du bist noch bei Bewusstsein schon? Wie meinst du? Du hast vorher gesagt, du bist blutig. Ah oh, ja doch, ja doch. Ich hab schon noch. Okay. Schon noch. Okay. Dann haben wir noch was. Nach meinst Patzer. Du? Da geh noch was. Was meinst du gesagt? Ist Charles Zug, richtig. Dann benutze ich mein Mondballett. Disengage. Du kannst dich, wenn du möchtest, zurückverwandeln. Nein, möchte ich actually noch nicht. Okay. Ich renne rüber. Also 15, 20, 25, ja. 30. Ja, aber nur bis zum Ende des Stamms. Okay. Und dann möchte ich meine Aktion halten, um den Stamm zu nehmen und wegzuwerfen, sobald Linus drüber ist. Okay. Check ich, dass du... Ich ruf dir zu. Linus, komm rüber! das ist mein Zug, ja. Meine Aktion wird gehalten. Gut, das war Charlies Zug. Wir sind wieder bei Gundolin. Gundolin bückt sich zu Glut runter. Und zieht mit einer Hand deinen Kopf nach oben. Du bist gerade noch so halb bei Bewusstsein. Und sie schaut dir ins Gesicht und sagt... Es ist immer wieder interessant zuzuschauen, wie langsam das Leben entweicht, nicht? Meine Freunde werden kommen und dich umbringen. Mal schauen, wie motiviert sie noch sind, wenn sie deinen toten Körper sehen. Und sie schleift dich langsam zum Eingang, macht den Eingang auf und wirft dich mit richtig Kraft nach unten. Kann ich Reaction... Der DC ist mega hoch. Ich mache Spinnennetz zum sie aufbauen. Zwischen den Beinen? Ja. Spinnennetz. Okay. Sie schaut ebenfalls raus und beschwört einen Counterspell. Oh, dann Counterspell ihre Counterspell. Yeah! Es ist eigentlich nicht, wie es funktioniert mit dem Counterspell, wenn du dich erinnerst. Du musst ja eine Reaktion haben, wenn du die Reaktion hast. Außerdem, die Counterspell-Regeln, wie ich sie implementiere, wie ein paar von euch schon wissen, die anderen noch erfahren, man kann einen Counterspell nicht countern, wir machen einen Spellcheck, um zu sehen, ob es funktioniert. Jetzt wird voll hoch, das Junge! Heißt, was für ein Level ist dein Zauber? Ich habe nur Drittlevel. Gut, dann rechne einfach deinen Intelligenzmodifikator dazu. Also 0. Nein, Charisma, sorry. Charisma. Also 0? Also minus 3. Charisma ist hoch bei dem Jungen. Sie ebenfalls Charisma. Und dann schauen wir mal.
Bist du ready? Einmal. Buh, 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 buh. Oh, ich habe eine 6. Ich habe eine 1. Oh, nein! Es sind 5. Es ist kein Bonus. Aber doch, stimmt, sorry. Plus, also plus 3. Wie viel plus? Plus 4, also 5. Ja, ich habe 6. 3 plus 3. Nein! Wow. Das heißt, der Counterspell gelingt. Wenn es drauf ankommt. Und Glut. Wie viele Saves verliere ich? 2. Du landest hier auf dem Boden. Was heißt das? Kann ich Sven noch einmal in die Augen schauen, bevor ich sterbe? Du hast sogar noch ein paar letzte also Worte. Also sterbe, wer weiß. Noch bevor ich die Bewusstsein verliere, meine ich. Ich hätte gesagt, Sven, du gehst sowieso sofort zu Glut. Mhm. Glut, was sind deine letzten Worte? Lass die Leute nicht im Stich lassen. Nein. Du spürst mit der Kobold in deinen Händen. Ich packe meinen Heiltrank aus und. Du schüttest ihn in Gluts Mund und ja. Es hat keinen Effekt. Glut ist tot. Nein. Du musst bei mir bleiben. Martina, wenn du möchtest, kann ich dich wegzaubern. Nein. Wenn du weiter zuschauen möchtest, darfst du hier bleiben. Sag weiterhin Bu, wenn du was willst gegen meine Freunde. Fair genug. Wenn ich darf. Ja, ist aktuell super so. Ja, ich versuche noch die Hand nach ihm auszustrecken. Du spürst noch die Hand an deinem Gesicht, dann wird sie schlaff. Und du blickst voller Wut nach oben und siehst dort Gundolin, die nach unten schaut. Mit diesem hässlichen Gesicht und diesen weißen Pupillen. Ich reiß dir deine beschissenen Augen aus. Sie sagt nicht mal etwas, sondern dreht sich nur um. Und schließt die Tür hinter sich. Gut, Sven, was tust du? Ja. Ich kletter nach oben. Okay. Würfel auf Athletik. Mit Vorteil, weil du gerade den Tod deiner besten Freundin erfahren hast. Athletik, ja. 16. Kein Problem. Du kletterst langsam. Muss kurz irgendeine passende Musik. Du kletterst langsam die Beine hoch. Kommst ebenfalls ein bisschen höher als hier. Und da bis hier hin. Das macht keinen Sinn. Dann gleich gestartet wie sie. Du bist auch etwa in der Hälfte der Beine. Das macht nicht so einen Unterschied. Während du kletterst. Und dann haben wir Lia, du bist dran. Ich habe zuerst eine Frage an den DM oder vielleicht an Martina. Das Heiligtum, ich sehe hier nicht, dass es Konzentration braucht. Habe ich das trotzdem noch? Das Heiligtum? Was ist das Heiligtum? Es das steht Spell. Nicht. Sanctuary. Ah, nein, das hast du immer noch, ja. Nice. Ja, euer Dings war Konzentration. Mhm. Ich versuche fertig hochzuklettern. Okay. Würfel mal auf Athletik. 5. Du kommst hier nicht von der Stelle und beginnst ein bisschen abzurutschen. Ganz leicht bewegt sich das Bein ein bisschen im Wind. Deswegen beginnst du ein bisschen den Halt zu verlieren. Du rutschst langsam ab. Erinnert es? Kann ich es nochmal probieren? Es war eine Aktion. Kann der schon vielleicht? Ja, das stimmt. Versuch es nochmal. 22. Du kletterst hier nach oben, kommst an und steigst hier ins Fenster ein. Das ist dein Zug. Dann haben wir nach Lia. Tut mir leid. Alleine im Hexenhaus. Mein Schild weg. Das bricht mir das Herz. Das habe ich erst gerade neu gezeichnet. Linus, du siehst von deiner Position aus gerade zurückverwandelt, immer noch ein bisschen perplex von dem, was passiert ist. Werwolf Patzer neben dir, Charlie, der dir zuruft, siehst du aus dem Haus die Tür, die aufgeht und dann Glut, die rausfällt. Wie in Sven, Zeitlupe. Der noch etwas versucht zu zaubern und die Hexe, die einfach einen richtigen, ja, Scheißzauber macht, der seinen
Rettungszauber auflöst. Okay. Und wie sie nach unten starrt, Sven in die Augen. Bevor sie reingeht, noch kurz in deine Augen, bevor sie die Tür hinter sich zumacht. Linus Augen weiten sich, als er Glut fallen sieht. Und er rennt einfach so schnell er kann über den Baumstamm. Mhm. Ist mir egal, ob es eine Attack of Opportunity gibt. Hat das irgendetwas bei mir ausgelöst, dass ich Glut rauswerfen? Ich sage, weil der Mond weg ist, wirf mir einen Wisdom Save. Und ich... Nein, mach einen Attack of Opportunity. Ich schaue, glaube ich, für einen Moment. Ach, das brauche ich ja gar nicht mehr. Bewegung und wie ein Reflex. Das ist, ich beiße dich, das ist 12. 12 trifft nicht. Nein. Das waren bis hierhin, wie nah du dashst. Jetzt? Du dashst. Warte. Wie nah bin ich jetzt? 10, zum 20, Haus? 30. Jetzt bist du 10, 20, 30, 40 Fuß. Ein bisschen mehr, 45. Und ich nehme den Stamm weg. Das habe ich gehalten. Dann brauche ich als Bonus-Action mein Wind, wo ich quasi dashen kann. Mhm. Dass ich genug nah dran bin, um all meine Wut und all meine Emotionen zu bündeln und in einem großen, faustförmigen Luftstoß gegen das Haus. In das Haus. Okay. Jage. Du, von hier aus? Direkt in die Tür. Oder springst du zuerst noch, hast du gesagt. Ich hab den Anfang, ich war... Ich muss ja noch näher ran, also muss ich dashen, beziehungsweise... Ich setze einen Keypoint ein für, wie heißt's? Den Dash. Step of the Wind. Hast du noch genügend Keypunkte? Ich habe vorhin 2 verbraucht. Gut, dann machst du hier den. Ja, richtig. Okay. Nur normal. Dann macht es einen Konstitutionsrettungswurf. Ich sage einfach geradeaus, wenn es nicht schafft, fällt es um. Mhm. Wenn es schafft, dann nicht. Ich bin da oben, also. Die Konstitution. Ihr seid am Bein dran, oder? Ich bin drin. Was ist der DC? Du bist drin. Oh ja, passiert schon nicht. Was ist der DC? 13. 13. Ich würfle offensichtlich, für alle zu sehen. Es hat plus 5, weil es ist ein massives Konstrukt. Ich würfle hier, dass es ihr sieht. Es ist eine 17. Verdammt. Das Haus nimmt zwar den Schaden, aber es steht noch. Ach. Also den Schaden kann ich trotzdem mal erwerben. Ja, einfach halbiert. 2d10. Ich muss die mal anders sortieren hier, ja, das geht ja gar nicht. Das sind... Der ist gekockt. Ich mach den nochmal. Das sind... 14... 17? Ist das richtig? 17 Schaden? Plus? Nee, das ist... Ja, 17 Schaden. Also halbiert. Was? 17 mal, es hat geschafft den Safe. Ach so. 17 halbiert ist 8. Warte schon. Ja. Langer Tag gewesen. Gut, das war Linus Zug. Was on a failed, it takes 3d10 bludgeoning damage. Warum halbiert? Wenn es es schafft, nimmt es den vollen Schaden. Wenn es nicht geschafft hätte, wäre es umgefallen. Und hätte den vollen Schaden genommen. Weil es geschafft hat, ist es nicht umgefallen, hat nur den halben Schaden genommen. Fist von Broken Air. Ja, ich lese das gerade, aber da steht nichts von halben Schaden. Sicher? Aber, ja. Dann nimmt es gar keinen Schaden. On a failure, it takes 3d10 bludgeoning damage plus an extra 4 key points. Richtig. Aber then you can push the creature. In dem Fall nimmt es keinen Schaden. Es nimmt in dem Fall keinen Schaden. Das war Linus Zug, dann ist Pazza dran. Ich bin drüber. Ja. Wahrscheinlich. Versuchst es. Und geh auf Charlie los. Mach einen Athletik-Check. Come on, net one. Wir wollen auch nicht, dass sie im Sumpf versinkt. 18. Und beide Outcomes. Springst hier rüber und schaffst es gerade so an der Ecke, dich hochzuziehen. Ich versuche nach seinem Bein, so wirklich sinnlos nach seinem Bein. Mach einen Angriff. Ich sag, der Jump hat es ein bisschen erschwert zum. 22. Ist nicht Nachteil, wenn man am Boden liegt. Nein, nicht, dass ich wüsste, oder? Doch. Ja, dann. Dann mache ich. Das kann schon sein. Weiß ich nicht.
Vielleicht nur Range. Disadvantage und Attack Rolls, ja, du hast recht. Mit Nachteil. Gibt immer noch? Okay. Dann ist das, was hatte ich, 10. 10, okay. Slashing. Okay, halbiert. Was sehe ich einfach nach dir? Sie scheint sehr auf dich versessen zu sein. Das war. Ich glaube, du bist noch 2 Runden, ne? Ja. Gut, das war Pazas Zug. Dann haben wir Charlie, du bist dran. Scheiße. Also, ich setze erstmal als Bonusaktion mein heilendes Mondgeheule ein, um mich selber zu heilen. Natürlich. Um 8 Punkte. Ja. Quick Maths. Und dann. Ich versuche einfach, sie zu grappeln. Naja, mach einen Athletik-Check. Du kannst sie auch versuchen, ins Moor zu stoßen. Ja, das habe ich mir auch überlegt, aber dann ist sie im Moor. Okay, nein, ich schaffe. Ich schupfe. Okay, mach Athletik. So, gegen deine Athletik. 15. 20. Ich halte mich an deinen Beinen fest. Ich werde meinen zweiten Angriff auch noch benutzen, um dasselbe zu versuchen. Ja. Sie, 12. Ja. Ich halte mich noch stärker an dir fest. Du suchst ein bisschen sie deine Hand noch so. Wegzustoßen, das funktioniert nicht. Sie hält sich zu gut fest. Ja, dann ist das mein Zug. Du siehst ihren Blick ganz so schnell. Wie hast du mich nicht aus? Ich verwandle mich zurück am Ende dieses Zuges. Alles was klar. Ich nicht so toll finde. Du darfst dich auch verwandelt bleiben, wenn du möchtest. Du hast die Kontrolle darüber. Weil du bist ein Geborener inzwischen. Ja, ich bleibe verwandelt. Okay. Bin ich tankier. Ja, du bleibst verwandelt. Dann haben wir Gundolin. Gundolin, die dort oben gerade die Tür zugemacht hat. Versteckst du dich? Bist du eher stealthy unterwegs oder bist du offensichtlich? Ja, ich bin schon sehr stealthy. Wirf mir kurz einen Stealth-Check. Meistens. Wir schauen, ob sie dich. Oh ja, ich habe 20 nicht natürlich. Yeah. 20 nicht natürlich? Ja. Yep. Das ist ziemlich gut. Ich hoffe, dass 20 gut ist, weil sonst wäre es irgendwann schwierig. Passive Perception haben wir hier. Gut. Sie dreht sich um. Der Kessel ist inzwischen leer. Kann man nicht rausnehmen, hat er gut gemacht, der Schule. und sagt dann, er zeigt den Rest aus dem Weg zu räumen und beginnt an der Wand wie eine Spinne hoch zu kraxeln. Und dann in Richtung eines der Dachfenster zu kraxeln. Möchtest du, während sie das tut, auf dich aufmerksam machen, sie angreifen? Würdest du sie unterbrechen dabei oder würdest du sie nicht stören? Ich werde sie sicher nicht angreifen. Die Frage ist, was sehe ich von da, als wo ich stehe? Ich sehe nicht bis darüber, es tut mir leid. Alles gut, du siehst eben die Bücherregale, du siehst den Tisch, die Kiste, auch hier Bücherregale, den Kessel, die ganzen Knochen, wahrscheinlich Kinder. Und hier oben das Zeug, das runterhängt und ein paar Dachluken, die 4 Stück, wo sie durchpasst. Übrigens, weil spezielles Haus. Und sie scheint gerade auf eine der Dachluken zuzusteuern. Ihr habt sie am Anfang auf dem Dach gesehen. Sie scheint jetzt wieder ihre Position dort oben einnehmen zu wollen. Willst du sie daran hindern oder nicht?